Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Dragon Quest 5, die Hand der Himmelsbraut. Wir sind immer noch auf dem Weg zu unserer Heimatstadt oder Heimat oder Landreich Humburg und wir haben einen Zwischenstopp hier gemacht in einer Stadt. Der Name ist mir gerade unbekannt. Auf jeden Fall ist Nera sehr erschöpft gewesen und ist dabei umgekippt und haben dort Rast gemacht. Ja, und jetzt sind wir immer noch unterwegs. Hier in den Höhlen und Bergen in Richtung Humburg. Das ist die Frage nur, wie lange das noch dauert. Ich hatte erwartet, dass der Weg nach Humburg bergiger sein würde, aber mit so vielen Höhlen hatte ich nicht gerechnet. Und ich hätte nicht gerechnet, dass es so lange ist. Aber wir kriegen hier als paar Trost 270 Goldmünzen. Und ja, ihr seht, überall Höhlen und Eingänge. Da oben ist auch schon wieder was. Man weiß nicht, wo lang man gehen soll. So, aber Truhen ist immer sehr schön. Was haben wir denn hier? Ein Felsenbombensplitter. So, er bekommt den Felsenbombensplitter. Der Kracher geht hoch, wenn er auf einen Pfeil geschleudert wird. Gucken. Sieht, wie ein nützliches Lecker seid. Okay. Aber er ist gut zum Verkaufen. Wenn wir den nicht brauchen. Vielleicht hier versucht das auf den Boss zu schmeißen und halt mal hoffen wir, dass wir das dann mal hinbekommen. So. Ich möchte noch schon gerne die restlichen Truhen haben. Jetzt geht's wieder hoch. Ja, da kriegen wir wieder mal 16.000. 1600, so heißt das hier. 16.000. Jetzt geht's hier rund. Es geht hier hoch und da ist noch eine Truhe. Aber Wirklichkeit war sie ein Imitator. Super. Darauf. Nee, das mache ich nicht. Nö. Angreifen. Passt schon. Ich hätte mich mal heilen sollen. Okay, schläft. Da sollten wir ihn mal nicht aufwecken lassen. Aber ich denke mal, wenn wir ihn angreifen, wird er auch wach. Nee, er schläft noch. Nicht genug MP. Na denn, greifen wir an. Wacht auf. Aber greift natürlich erstmal nicht an. Erst in der nächsten Runde. Aber er steht wieder. Gut. Besser für uns. Und öffnet eine Truhe. Dort ist wieder eine Mini-Medaille versteckt. Und heilen uns einmal kurz durch. Ja. Sehr schön. Und es geht weiter nach oben. Meine Güte. Hier geht's auch. Oh, hier sind überall Wege und eine Fresskiste. Und viele Kisten. Da können wir jetzt noch umwerfen. Weil MP von Nera ja aufgebraucht ist, aber sie ist leichter zu besiegen. So. Ist hier auch was Interessantes? Drin eine Chimärenflügel, okay. Dann geht's da runter. Wo sind wir jetzt? Ganz unten gelandet. Oh nein. Sag mir nicht, wir sind wieder am Anfang. Nein.
Wir sind wieder am Anfang. Ja, wir sind wieder am Anfang. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann gehen wir eben kurz in eine Herberge und schauen mal, was das für eine Stadt hier ist. Bussolingen. Okay, das Dorf Bussolingen. Wissen wir jetzt auch Bescheid. So, hallo. Ich hätte gerne ein Zimmer für zwei. Sehr schön. Ja. Ich habe gut geschlafen und die Reise kann weitergehen. Ja, jetzt müssen wir hier den richtigen Weg wieder suchen. Hat hier irgendjemand hier so einen Schutzzauber? Sicheres Gebiet. Versuchen wir das einfach mal. So. Aber eben haben wir jetzt den ganzen Thron. Aber da brauchen wir doch gar nicht hin. Einfach mal fliehen. Passt schon. Ah, komm schon. Lass mich alle in Ruhe. Wenn noch nicht bemerkt, dann können wir fliehen. Das ist immer gut. Das ist immer sehr gut. So, runter. Aber das sichere Gebiet hilft wohl nicht immer. Wo geht's jetzt hier lang? Weiter runter, weiter tiefer rein. In die Dämonen. Weg mit uns. Ich will nicht kämpfen. Möchte einfach nur noch nach Humburg. Und da ist auch noch eine Truhe. Ja, aber die können wir nicht kriegen. Ha. So, Mini-Dämonen. Wieder. So. Da waren wir eben. Kommen wir irgendwie an die letzte Truhe ran oder an der Truhe? Gegen die kämpfen wir mal. Jo, läuft ja ganz gut. Tür, Treppe. Aber ich wollte hier hin. Dann müssten wir doch hier hinkommen, genau. Eine Mini-Medaille ist da drin versteckt. Gut. Da unten ist unser Ausgang. Also. Weiter nach unten. Hier waren wir auch schon. Aha. Da oben ist auch eine Truhe. Ich glaube, da müssen wir jetzt lang, ne? Ja. Hier müssen wir wieder lang. Das ist so verwirrend hier. So, nicht da runter springen, sondern hier runter. Und jetzt einfach mal nicht da lang, sondern raus. Giftige Zunge. Die kennen wir noch nicht. Naja, besonders stark sind sie nicht. Und er flieht einfach mal von mir aus. Zack. Besiegt. So. Jetzt müssen wir mal rauskommen, oder? Nein, immer noch nicht. Ich liebe schon an die 100 Jahre in den Bergen hier. Ihr... wenn ihr etwas wissen wollt,
Jetzt stolpere ich über das TNT-Ticket hier und habe mich gefragt, ob das wohl euch gehört. Jo, dann gebe euch das besser zurück. Jetzt kriegen wir ein TNT-Ticket. Okay. So, runter, ne? Wir müssen immer weiter runter. So. Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Aber warum geht's da jetzt hoch? Hoch? Warum geht's hier hoch? Och, komm schon, Leute, was ist das hier? Ich will raus. Ey, was ist das hier? Okay, so ein Trick. Was haben wir denn hier? Ein Gotteszornstab. Okay. Wer kann das denn gebrauchen? Angriff ist niedriger. Der Angriff erhöht sich. Okay. Dann kannst du ihn hier ausrüsten. So. Ja, aber wie geht's denn jetzt hier weiter? Truhen. Hier waren wir auch schon. So, Gürteldrachen brauche ich nicht mehr. So, und jetzt ist hier wieder wenn ich da wieder runterspringe, ist wieder vorbei. Oh, was ist das denn hier? Ich glaube es nicht. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich will einfach nur nach Humburg. Wie kompliziert ist das denn hier? So. Jetzt ist die Frage, links, rechts oder da? Ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Ja. Lass uns bitte hier raus. Nein. Doch. Ja. Ja. Oh, Truhe. Ein Stein des Überlebens. Was kann der denn? Gucken. Sieht wie ein nützliches Werkzeug aus. Man muss offenbar nur einmal einen davon bei sich tragen, um wahre Wunder erleben zu können. Sobald man dieses Objekt einmal benutzt hat, ist es wohl futsch. Das Teil würde wahrscheinlich 150 Goldmünzen einbringen. So. Okay. Es ist immer noch nicht vorbei. Ein Flinksamen, okay. Meine Güte. Oh, und eine Fresskiste. So viele Thronen und so viele Imitatoren und Fresskisten. Ich glaube das nicht. Naja. Was soll man machen? Da geht's wieder nach oben, aber ich gehe raus. Ich hoffe mal, das ist raus. Verschluckt. Und was bedeutet das? So, Feuerschmiere, du bist dran. Sehr nice. Dorono erreicht Stufe 26. Und wir bekommen eine Chimärenflügel. Von mir aus. So, erstmal alle Sachen wieder wegpacken.
So. Ich gehe kurz noch hier hoch. Um zu schauen, dass hier nichts ist. Gut, jetzt aber raus. Ich will raus. Na endlich. Wir kommen endlich raus. Ich frage mich, ob dieser Mann wohlbehalten dort angekommen ist, wo er hin wollte. Es ist schon eine Weile her. Da ist ein Mann namens Sancho auf seinen Weg nach Homburg hier vorbeigekommen. Sancho? Den kennen wir doch. Er schien so traurig und verloren, dass er mir richtig leid tat. Sancho, das ist doch unser Freund aus Kindeszeit. Oh, wir sind draußen, Leute, wir sind draußen. Oh, herrlich. Jetzt will ich erstmal gucken. Was ist das denn für ein? Achso. Also, der Erlkönig, ja, den müssen wir auch noch irgendwie herholen. Giftsitzzunge? Nein. Nein. Manchmal rekrutierbar. Da müssen wir zurück. Okay, das ist nicht rekrutiert. Und Minidim ist auch rekrutierbar. Lindwurm, nein. Todespanz auch nicht. Auch nicht. Okay. Das heißt, hier in der Höhle müssen wir doch nochmal hin. Und wir sind endlich in Homburg angekommen. Nach 300 Jahren geschätzte Zeit. So, wollen wir mal hier umschauen. Da sind hier Throne in meinem Königreich versteckt. Und dann können wir endlich mal in unsere Heimat mal kennenlernen. Unser Königreich. Und nach Sancho zu suchen. Sie fragen nur, wo ist er? Wer regiert hier? Wer regiert hier? Hier drin befinden sich die Soldatenquartiere. Hier sind leider nur Burgbedienteste zugelassen. Okay. Moment mal. Hier in den Seiten. Kann man hoch. Und kommen wir hier raus. Was für eine Burg? Wer bist du denn? Die Gertraud. Ich wollte doch gar keine Prinzessin werden. Und bloß, weil sie meinen Papa zum König von Homburg gemacht haben, denen ist doch ganz egal, was ich denke. Ich habe gar nichts zu sagen. Wer ist hier? Das ist ungerecht. Ich will doch nur einfach spielen. Fräulein Gertraud will einfach nicht auf mich hören. Ja, wer will das schon? Dies ist das Gemach des Königs, seiner Majestät ruht zurzeit. Ich muss euch bitten, ein andermal wiederzukommen. Okay. Ja, und jetzt? Wo ist denn Sancho? Komm mal hier rein. Jo. Was erzählst du? Ach, verflixt. Ich habe schon wieder verloren. Otto ist einfach zu gut für mich. Hm? Wovon ich rede? Na, von denen, wovon alle reden. Von Monster Schach natürlich. Das ist im Moment der allerletzte Schrei. Der Kanzler hat vor kurzem all diese Schachfiguren in der Schatzkammer gefunden. Und seitdem sind wir Soldaten alle ganz verrückt danach. Wir können schon gar nicht anderes mehr denken. An Schach? Okay. Das ist wohl unser Wappen. Okay. Ich kann mich noch an die langen Tage erinnern, als ich hier stand und darauf gewartet habe, dass König Ludwig zurückkommen wird. Und da sah ich eines Tages plötzlich Herrn Sancho zu Burg heraufkommen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich war, ihn zu sehen. Aber so sehr ich auch schaute, von König Ludwig war nichts zu sehen. Ich war so traurig, dass er nicht bei ihm war. Ja. Oh, ich muss auf der anderen Seite. Wie komme ich da hin? Ich glaube, da muss ich erstmal da reinkommen.
um da irgendwie, ja, irgendwie da rumzukommen, ne? So. Ich habe das Gefühl, dass Sancho hier der neue König ist.